Nun, Miss Neo Julian. Bitte, Medjay, darf ich dich kurz stören? Harkufs Assistent Nessa Moon brachte eine Bierlieferung die südliche Straße runter. Aber er kam nie in Jammu an. Bitte, kannst du ihn suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Ich sehe es mir an. Das Bier war gedacht, um Sachbet zu ehren. Wenn er es getrunken hat, wird er ausgepeitscht. Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Was? Merkwürdig.
Bist du Nessa Moon? Bist du wohlauf? Happy sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamu und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken und gedroht, mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie braue. Bring die Ochsen zurück nach Sais. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. Moses? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetus Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sephetu erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetus Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Ihr verfluchten Flussschweine! Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben!
Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Harkuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Woher kennst du Harkuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Harkuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Weg abschneiden! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Hier sollte ich vorsichtig sein. Was? Hey! Was? Ich werde dich finden. Und dann was? Was? Hey! Da bist du ja!
Das sehe ich mir an. Hey! Ich töte dich! Feuer gefangen! Kommt in die Hufe! Alarm! Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Es kommen noch mehr. Hast du das gehört? Ja. Pentu! Oh Götter! Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Natürlich. Ich nehme ihn.
Das ist schon gerecht. Du kannst nicht da drin bleiben. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Duat zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Du kannst nicht da drin bleiben. Du machst doch alles nur noch schwieriger. Da kommt ein Sandsturm. Wow. Shim enemisu. Wow. On it down.
Sephine! Joseph, forgive you! Kocht, ja? Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nibet. Kocht ihr? Eowe? Sigiriet. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Hierher! Schlag diese scheiß Kerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Berge von Sand. Erbärmlich! Das wird einfach! Haati du Ayo! Haati Fiuat! Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Jetzt! Komm, Menschheit! Kämpft mit mir! Schnell, bringt sie zur Strecke!
endlich! Oh, Herr Haru! Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Menschen, zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Weil, lauf nicht in den Sturm hinein! Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf! Doch ihr findet eiserne Krallen vor! Deine Zeit ist um! Erbärmlich! Das wird einfach! Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Die Räuber halten sich für Löwen, doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Bayek, schnapp sie dir! Bleib bei mir, Bayek! Letopolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut, dann werde ich mich dir heute anschließen. Komm, Bayek! Nimm deine Waffe und schließ dich uns an! Treue und tapfere Diener von Letopolis! Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut! Gib den Weg frei! Elende Missgeburt! Was soll das? Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Alles, alles. Her! Was stimmt nicht mit dir? Den Göttern. Bist du betrunken? Diese Zone ist tabu. Weißt du das, Van? Herkommen soll. Was?
Wen haben Sie da eingesperrt? Bitte, Ned, wenn du einen Funken Anstand besitzt, befrei mich! Bleibt hier. Wartet, bis es sicher ist. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach Letopolis sei sicher. Jetzt ist es so. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt. Ihr sagtet, ihr kommt aus Memphis. Es gibt viele Priester in Memphis. Ich werde dort nicht gebraucht. Aber Letopolis ist fruchtbarer Boden. Urbar gemacht durch eure harte Arbeit. Was gibt es Neues in Memphis? Ich muss zugeben, Memphis liegt in einem Schatten. Der Hohepriester hat die Götter verärgert und muss nun den Untergang der Stadt ansehen. Deine Boten kamen nach Memphis und erzählten von deiner Zukunftsvision. Ich kam her, um hier den Göttern zu dienen. Sobald ihr ausgeruht seid, richten wir in Letopolis ein Haus für euch ein.